Servus, der Micha hier. Herzlich willkommen bei uns auf dem Kanal und herzlich willkommen zu diesem Video. Wir sind auf dem Caravan Salon 2022 und bei der Firma Outshare. Und was die Tolles und vor allen Dingen Heißes haben, seht ihr nach dem Intro. Willkommen zurück. Wie gesagt, wir sind auf dem Stand von Outshare. Neben mir der Oliver, zum einen Gründer und Inhaber logischerweise von Outshare. Danke, dass wir da sein dürfen, dass wir kurz eure Produkte mal vorstellen können, weil ihr habt was ganz Heißes. Erzähl mal, was habt ihr genau? Ja, schön, dass ihr da seid. Ja, wir haben im Grunde beheizbare Sitzauflagen für Campingstühle. Wir haben verschiedene Wärmekissen, Wärmedecken, sodass die alle mit Akku betrieben sind, sodass man eben draußen eben sich frei bewegen kann und den Abend sich ein bisschen verlängern kann, wenn es kühl ist, weil man dann eben nicht mehr frieren muss. Ja, also in dem Sinn, was Optimales für den Herbst, für den Winter und das nicht bloß für Sitzauflagen, sondern ihr habt ja, du hast gerade gesagt, auch Wärmedecken. Ja. Wenn ich mal hier so ein Beispiel nehmen kann, das ist ja auch ein Riesenteil. Ja. Ne? Das geht auch für einen Hund, ne? Das geht auch für einen Hund. Ja, weil manche fahren ja mit dem Hund oder manche auch sogar mit der Katze, ja, welche sich dann auch gerne mal hier drauflegen kann. Genau. Und da würde ich einfach mal sagen, wir erklären mal das Prinzip, wie das funktioniert anhand dieses schönen Sitzkissens. Genau. Also in allen unseren Produkten haben wir eben Heizelemente eingebaut, sowohl für Rücken als auch eben für Gesäß. Und das Prinzip ist relativ einfach. Unsere Produkte werden alle hier mit einem Akku bzw. Powerbank betrieben, die man dann eben da anschließen kann. Und dann schaltet man das Kissen einfach ein, indem man 3 Sekunden auf den Knopf drückt. Dann stellt er sich automatisch auf die höchste Heizstufe ein und heizt das Kissen ein. Und wenn es einem dann zu warm wird, hat man die Möglichkeit, eben die Heizstufen zu regulieren. Wir haben 3 Heizstufen, eine hohe, eine mittlere und eine niedrige Heizstufe, sodass für jeden Geschmack das eingestellt werden kann. Das ist das ganz einfache Prinzip und so ist das bei allen Produkten gemacht. Die Akkus halten dann wie lang ungefähr? Ja, das kommt dann auch je nach Heizstufe. Hier bei diesen Kissen 3 bis 5 Stunden. 3 bis 5 Stunden? 3 bis 5 Stunden. Das ist ja doch eine ganz schöne Weile. Also da kann man schon ganz schön lange draußen sitzen noch. Genau. Und es ist ja auch so, dass, wie du schon sagtest, verschiedene Heizstufen sind. Also je nach Bedarf. Der eine fühlt das etwas mehr, der andere weniger und stellt das dann dementsprechend heiz. Das ist dann Infrarotwärme, also quasi, die geht richtig in den Körper rein, aber ohne, dass man sich jetzt auf Deutsch gesagt den Arsch verbrennt. Es ist eine angenehme Wohlfühlwärme. Ja, also das ist so, genau. Ja, nusch. Verbrennen kann man sich nicht, also so heiß wird es dann auch wieder nicht. Ja, okay, genau, das ist ja das. Nicht, dass man sich dann draufsetzt, dann hat man einen roten Po, das geht ja auch nicht. Ja, nun steht der Caravan-Salon dafür, dass es ja auch ein bisschen ein paar neue Produkte gibt. Habt ihr da was im Programm? Also dieses Jahr haben wir eine Weste, die neu ist. Ja. Da gehen wir einfach mal rüber. Für die Leute, die nicht nur sitzen, sondern sich auch bewegen, haben wir jetzt ganz neu. Kommt jetzt im Herbst raus eben unsere Weste. Das ist das gleiche Prinzip. Wird genauso betrieben. Wir haben Heizelemente vorne, jeweils 2. Mhm. Und hinten am Rücken, am oberen Rücken und genau im Nierenbereich jeweils ein Heizelement, sodass wirklich rundum also die Wärme gewährleistet wird. Das ist ja schön, also gerade für den Herbst, wenn man ein bisschen unterwegs ist. Haben wir für Frauen und für Männer in 4 verschiedenen Größen. Ja. Und, du sagtest ab Herbst. Ab Herbst. Ab Herbst ist verfügbar. Genau. Ja, ich würde einfach sagen, ich verlinke mal euren Webshop unten in die Videobeschreibung. Da könnt ihr das gerne nachverfolgen und dann dementsprechend auch bestellen. Passend dazu ist natürlich auch ganz praktisch der Muff. Ne? Ganz super für die mit kalten Händen. Ja. Da kann man sich die Hände schön wärmen.
Ja, vor allem, ja, man ist flexibel, man kann die Hände verwenden, vor allem für Leute, die draußen aktiv sind, zum Beispiel die an Weihnachtsmärkten arbeiten, ja, dann die ja auch ihre Finger benutzen müssen, oder auch Jäger zum Beispiel, mhm, die ja ihre Hände gebrauchen können, und da sind Handschuhe manchmal im Weg, und da ist das eigentlich eine schöne Sache. Ja, eben. Ja. Man kann schnell rein und aber auch schnell die eine mal raus. Ganz genau. Das ist praktisch. Was ich auch ganz gut finde, also muss ich ehrlich sagen, ihr habt ja extra Taschen für diese Akkus, wenn man das jetzt hier so sieht. Also das baumelt nicht irgendwo rum, sondern man hat hier eine schöne Tasche. Ich würde sagen, kommt einfach mal kurz ein bisschen näher, wo das Akku sich drin befindet. Das ist wunderbar. Und wenn man mal so einen Akku sieht, ihr habt auch verschiedene Lademöglichkeiten. Genau. Ne? Genau, in der Regel kann man mit jedem üblichen USB-Anschluss. USB-C, ja, kann man das aufladen. Also, super. Genau. Wunderbar. Ja. Ich bin begeistert, muss ich ehrlich sagen, weil für uns ist es sehr interessant, weil wir doch mal im Herbst und auch sogar im Winter unterwegs sind. Ja. Und meine Frau, die ist so ein bisschen die friert. Ja, das ich sitze dann meistens noch mit dem T-Shirt da. Meine Frau, die friert dann ein bisschen, aber das ist eine praktische Lösung. Ja, das ist der Grund, warum es die Firma Outshare gibt, weil meine Frau auch zu denjenigen gehört, die immer gefroren haben. Und ja, und so ist es entstanden. Ja, das ist sehr schön. Wie lange seid ihr jetzt schon am Markt? Das siebte Jahr jetzt. Das siebte Jahr, ja, da kann man ja schon fast gratulieren. Ja, ja, das ist schön. Wunderbar. Da danke ich, dass ihr hier sein durften. Ja, schön, dass ihr da wart. Vielen Dank. Wenn euch das Video gefallen hat, dann würde ich mich über einen Daumen hoch freuen. Bitte abonniert den Kanal, vergesst die Glocke nicht zu drücken, und da sehen wir uns beim nächsten Video. Ciao. Ciao.